Sie machen den Weg frei. Der Hochgebirgszug bereitet den Berg für nachfolgende Soldaten vor. Die Gebirgsjäger, eine Spezialtruppe mit vielen Herausforderungen, Traditionen, Chancen, Möglichkeiten und Aufträgen. Eben etwas Besonderes. Die Soldaten des Hochgebirgszuges sind die Pioniere, die für die nachfolgenden Truppen den Berg vorbereiten. Hubert, nennt so weit, nur da vorne hin. Unterstützung aus der Luft naht. Es gilt, einen Kameraden zu retten. Da ich seit jeher eine Leidenschaft für die Berge hatte und immer noch habe, habe ich gedacht, gehe ich zu den Gebirgsjägern. Beim Klettern wird man jeden Tag aufs Neue gefordert und ja, der Berg zeigt einem dann auch, was man kann und was man eben nicht kann. Der Gebirgsjäger zeichnet sich dadurch aus, dass er im schwierigsten Gelände immer noch kämpfen kann. Wir sind der kämpfende Teil der Truppe im Gebirge und wir können so ziemlich bei jeder klimatischen Bedingung sind wir einsatzfähig. Und es ist gut, dass man immer wieder seine Grenzen dann kennenlernt. Damit die nachfolgenden Truppen dann eben auch sicher den Berg hochkommen, legen wir jetzt ein Seilgeländer rein. Es gilt, die natürlichen Hindernisse zu überwinden. Das muss geübt werden. Dazu dient auch die eigene Kletterhalle. 18 Meter hoch und unendlich viele Möglichkeiten. Man muss Spaß an der Natur haben, muss körperlich fit sein und man sollte keine Höhenangst haben. Die Gebirgsjäger, eine besondere Truppe.